Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Denn hier regiert der kleine Mann, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Volk. Kann man mich hören? Würde man sagen. Ich würde sagen, wir fangen nochmal an. Mit dem Mikro. Ich bin der Marian, Mitinitiator der Friedensdemos Klagenfurt oder Friedensmahnwache Klagenfurt. Und genau, ich werde einfach mal anfangen, über wie das entstanden ist, zu sprechen. Vor über 2 Monaten ist in Berlin die erste Friedensmahnwache gekommen. Und aus dem Grund, dass in der Ukraine Konflikt ist, wie sicher die meisten wissen, und da auch sehr viel in den Medien ja, gelogen oder nicht ganz richtig dargestellt, auf jeden Fall nicht so objektiv dargestellt worden ist, sehr einseitig dargestellt worden ist. Und aus diesem Grund hat eben ein gewisser Lars Mehrholz entschieden, er geht auf die Straße und war vor 2,5 Monaten mit ungefähr 100 Leuten in Berlin. Und heute sieht es so aus, dass in gut 80 Städten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland ungefähr zwischen sagen wir 30.000 und 100.000 Menschen jetzt zu dem Zeitpunkt auf der Straße sind. Wir hier in Klagenfurt sind 30 davon. Und genau, das ist einmal so der Eingang. Was ist so die Kritik an dem Ganzen? Also eine Kritik ist auf jeden Fall diese Medien, die Systemmedien, die natürlich sehr viel Macht haben, weil sie natürlich zum gewissen Teil sagen können, was oder darstellen können, was so los ist auf der Welt und bestimmte andere Dinge einfach nicht darstellen und dadurch natürlich eine Form von Manipulation möglich ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist unser Geldsystem. Viele wissen nicht, dass Geld praktisch aus dem Nichts erschaffen wird von Banken. Das heißt, konkret, wenn ihr Student zum Beispiel 10.000 Euro auf der Seite habt, kann meine Bank, ein Rüstungskonzern, 1 Million Euro geben. Und ich sage jetzt bewusst geben, weil es jetzt kein Ausborgen ist von Geld, was da ist, sondern das wird neu erschaffen. Aus dem Nichts praktisch. Das ist eben, der Grund ist eben der, also warum 1 Million? Weil der Mindestreservesatz einfach bei 1% liegt zurzeit. Das heißt, alles Geld mal 100, was auf der Bank liegt, kann neu erschaffen werden. Jetzt ganz grob gesagt. Wer sich da näher beschäftigen will, einfach mal im Internet schauen, da gibt es viele Informationen dazu. Ja, ein weiterer Kritikpunkt, also ganz klar, Frieden ist das Oberste von allem. Wir wollen alle Frieden, es will keiner Krieg. Also es gibt keinen Menschen, der gesund ist und sagt, ja hey, Krieg, voll geil, wollen wir. Das wird sagen wir mal, gesteuert. Warum? Es braucht mehrere Dinge für Krieg. Eins davon ist ein Feindbild. Das wird, sagen wir mal, dargestellt, teilweise jetzt schon. Nämlich, das neue Feindbild ist der Russe. Wobei man nicht weiß, wer der Russe ist. Und das, jetzt, also, das ist ja schon mal eine Verallgemeinerung, die nicht richtig sein kann. Ja, wie schaut das jetzt hier aus? Es gibt ein offenes Mikrofon, beziehungsweise gibt es schon mehrere Redner, die heute hier reden wollen. Und hier wird es einfach um Informationsaustausch, um Vernetzung, um ja, Ideenweitergabe und so weiter gehen. Es gibt extrem viele Dinge, die lässig sind in Klagenfurt. Zum Beispiel kann man sich jeden Mittwoch und jeden Sonntag hier in Klagenfurt gratis Essen abholen. Das ist im Volkshaus, ist das richtig? Volkshaus? Ja genau, Südbahngürtel, Volkshaus heißt das. Gibt es jeden Mittwoch und jeden Sonntag von 4 bis 6 Uhr gratis Essen, was man hier abholen kann. Das sozusagen von der Mülltonne gerettet worden ist. Es gibt lästige Sachen und viele Menschen wissen einfach nicht Bescheid drüber und deswegen informieren wir hier auf der Straße und in den Medien ist es eindeutig, ja, gibt es nicht viele Informationen dazu. Magst du gleich reden? Ja, der nächste Redner ist der Sean Nolan, wenn ich richtig ausspreche und genau, ich bin schon gespannt, was er sagen wird. Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Es ist spannend, normalerweise sitzen die Zuschauer und es stehen die Redner, gell? Seid ein bisschen umgekehrt. Ich bin heute hergekommen, ich habe vor ein paar Wochen eine Facebook-Gruppe gegründet. Die hat sich damals, also die habe ich Friedensmahnwache genannt, einfach angelehnt an diese Veranstaltungen, die überall stattfinden, wie der Marian gerade erzählt hat. Und möchte ganz grundsätzlich zu dem Begriff was sagen und Mir ist es sehr wichtig, dass wir alle zusammen in die richtige Richtung gehen. Im Moment passiert sehr viel Gutes. Auf der anderen Seite ist das in vielen Städten auch eine Bewegung wütender junger Männer, ja? die in erster Linie natürlich ihre Wut und ihre Aggression freien Lauf lassen dort
Und das hat vielleicht alles seine Berechtigung, aber ich halte es nicht für die richtige Richtung. Ich halte die Reaktion von Wut und Aggression auf das, was passiert, einfach nicht für die richtige Richtung. Wir haben vor einem Jahr die Bewegung Welcome to Freedom gegründet und gehen den Freeman-Weg. Und ich kann da jedem sagen, der von dem noch nichts gehört hat, bitte mal googeln, was Freeman ist oder Freeman on the Land. Die Probleme liegen sicher, oder die Herausforderungen, die wir gerade haben, die liegen sicher noch viel tiefer, als es jetzt an der Oberfläche den Anschein macht. Ich möchte ganz kurz über das Wort Friedensmahnwache sprechen und wieso ich glaube, dass wir vielleicht ab nächster Woche, wenn wir den Konsens finden, vielleicht das unter einem anderen Namen machen. Ich glaube, dass Frieden super klingt, aber noch nicht das Richtige ist. Frieden ist nur die Abwesenheit von Krieg. Und das reicht nicht. Weil wenn kein Krieg ist, und das haben wir in vielen Ländern, kann es immer noch sehr, sehr schlecht und sehr schlimm zugehen für die Menschen. Ja? Das heißt, für mich ist ein schöneres Wort Harmonie. Weil ich glaube, dass uns das ganz und gar fehlt. Wir haben heute zum Beispiel in diesem Land keinen Krieg. Ich würde aber nicht davon sprechen, dass wir harmonisch miteinander umgehen als eine Gesellschaft. Ja? Also glaube ich, dass wir vielleicht, ganz spontan ist uns heute in einem Gespräch der Begriff Montagsharmonie eingefallen. Ja? Und vielleicht gibt es noch andere Vorschläge, aber das wäre für mich eine schönere Richtung einfach. Und ich möchte überhaupt nicht über den Krieg, über die Ukraine oder über Russland sprechen, sondern ich möchte kurz ein paar Fragen in die Runde stellen und auch für alle Menschen, die das dann sehen, ist nämlich, es scheint immer den Anschein zu machen, als wären es gerade die Akteure auf der politischen und wirtschaftlichen Weltbühne, die zur Verantwortung zu ziehen sind. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich. Aber wir sollten uns die Frage stellen, wieso haben die überhaupt die Möglichkeit, so zu handeln? Es ist bei jeder Wahl, so wie wir sie jetzt gerade gehabt haben, gibt es das Versprechen von Menschen, dass sie es besser machen werden. Ich stelle aber die Frage, wieso haben überhaupt Menschen die Möglichkeit, es schlecht zu machen und in so einem Ausmaß, dass es uns in der Form beeinflusst, wie es das jetzt tut. Ob das Chemtrails am Himmel sind, ob das Fluorid im Trinkwasser ist, ob das Aspartam in der Nahrung ist, ob das das Geldsystem, das Fiat-Geldsystem ist, das der Marian angesprochen hat, ob das die Pharmazeutika, also es sind tausend Themen, ja, und mit denen sich viele von euch beschäftigt haben. Die Frage ist, was haben wir gemacht oder nicht gemacht, dass wir einer Gruppe, einer relativ kleinen Gruppe, die Möglichkeit gegeben haben, dermaßen viel Einfluss zu haben? Und was können wir machen, um das zu ändern? Eine gewaltvolle Lösung wird es nicht werden. Dafür ist, also das, was vielleicht noch vor 30, 40, 50 Jahren funktioniert hätte, funktioniert jetzt nicht mehr. Weil wir uns mitten in einem Bewusstseinssprung befinden als Menschheit und sich gewaltvolle Revolutionen bringen meistens nur das, dass eine Führung ausgetauscht wird und vielleicht ein kleineres gegen ein größeres oder ein größeres gegen ein kleineres Übel ausgetauscht wird. So war das immer. Ja? Weil während die Menschen wütend durch die Straßen gehen und protestieren, wird im Hintergrund eine neue Regierung vorbereitet, die die alte ersetzt und das gleiche Werk fortführt, vielleicht einfach nur mit einem anderen Anstrich. Das heißt, wenn wir so wollen, dann sind wir die Hauptverantwortlichen, wenn wir uns wieder als die Hauptverantwortlichen erkennen. Und der Freeman-Weg, von dem ich schon vorher gesprochen habe, ist der Weg in die Selbstverantwortung, in die Eigenverantwortung. Es ist nämlich so, dass wenn, solange wir gegen dieses System ankämpfen, nähren wir es mit unserer Energie und mit unserer Aufmerksamkeit. Und das ist vollkommen in Ordnung für das System, weil so lange sind wir noch mit dabei. Das heißt, viele Menschen sprechen jetzt von zivilem Ungehorsam. Das klingt da wieder gut, aber das ist eigentlich nur das Gegenteil von zivilem Gehorsam. Und wieso sollten wir gehorsam sein? Ja? Wem denn gegenüber? Also es geht nicht um zivilen Ungehorsam, sondern es geht um friedliche Nichtkooperation. Friedliche Nichtkooperation heißt, dass wir diesem System die Energie entziehen. Auf welche Art und Weise können wir die Energie entziehen? Und das sind immer wieder Fragen, die uns gestellt werden. Ne? Natürlich in unserem System läuft, steht und fällt alles mit dem Geld. Ja? Das heißt, wenn das einmal der mutige erste Schritt des Einzelnen ist, dem System diese Energie zu entziehen, ja, dann haben wir vielleicht, wenn wir zu 10 sind, keine große Wirkung. Zu 100, zu 1000, zu 10.000, zu 100.000 haben wir aber riesige Wirkung. Und wenn, so wie der Marian gesagt hat, der hat vorher das Unrecht einfach in vielen Dingen angesprochen. Wenn uns das bewusst wird, das heißt, wenn wir die Wahrheit kennen, dann können wir ja nicht einfach zum Alltag übergehen und so weitermachen wie bisher. Das ist
das ist eine Art von Geisteskrankheit, zu wissen, was alles falsch läuft und so weiterzumachen wie bisher. Das heißt, es ist die logische Konsequenz, dass wir die Energie entziehen und unsere Aufmerksamkeit auf was Kreatives, Schöpferisches, Liebevolles, Harmonisches richten. Weil das ist das, worauf der Stoff ist, aus dem die Welt ist. Ja? Die Welt besteht aus positiver, harmonischer Energie. Das Einzige, was permanent Disharmonie reinbringt, ist der Mensch gedrängt durch ein System, das so erschaffen ist, dass wir uns permanent gegenseitig schaden müssen. Das läuft nur so. Der Geldkreislauf läuft so, wir müssen uns permanent Scheine wegnehmen und wir müssen uns gegenseitig schaden. Und ich halte diese Montagsharmonie oder wie immer wir das nennen wollen, für einen wunderbaren Platz, um uns auszutauschen, um Ideen zu verwirklichen, um über alternative Formen zu sprechen. Es gibt Tauschkreise, es gibt 100 Bewegungen, mit denen wir uns im letzten Jahr vernetzt haben und von denen ihr wisst, von denen ich noch nichts weiß, von denen ich weiß oder ihr noch nichts wisst, wie immer. Und ich glaube, wir können innerhalb der nächsten Wochen viele Menschen darüber informieren. Wenn es darum geht, zu hören, was in der Ukraine Neues passiert oder was in dem Konflikt Neues passiert, so möchte ich nicht sagen, dass das unwichtig ist. Aber wenn wir unsere ganze Zeit da damit verbringen, darüber zu reden, dann wird uns das sehr wütend machen. Und wenn wir wütend sind, dann können wir keine kreativen Lösungen hervorbringen. Und ich glaube, das ist es, was wir mehr denn je brauchen. Ich habe am Wochenende einen Workshop in Graz gemacht mit einer lieben Freundin, der Joya. Und die machen auch jeden Montag solche Veranstaltungen. Friedenspartys nennen sie es in Graz. Und die bieten liebevolle Umarmungen an für die Menschen, die vorbeigehen. Teilen Herzen aus. Und es hat eine wundersame Wirkung. Ja? Von Woche zu Woche bleiben mehr Menschen stehen, kommen mehr Menschen zurück. Ganz einfach, weil es zu Wochenbeginn ein wunderschöner Austausch mit anderen Menschen ist. Weil so viel schöne Harmonie und Energie fließt. Und ich würde mir wünschen, dass wir das da auch machen könnten. Ohne natürlich die Augen zu verschließen vor den Herausforderungen, die wir gerade haben. Die sind ja da. Auf der anderen Seite haben wir gerade den größten Bewusstseinssprung in der Geschichte der Menschheit. So viele Menschen wachen auf, so viele Menschen sind informiert und sind gerade da in diesem Schritt zu handeln. Ja? Sie wissen oft noch nicht, in welche Richtung sie gehen sollen. Und deshalb sind ja wir da, weil wir sagen, ihr seid ja nicht allein, wir sind ja schon viele. Es sind ja viel mehr Menschen, als heute dastehen. Es sind ja Tausende und Millionen von Menschen da draußen, die genau da sich gerade befinden und einen Bewusstseinssprung haben. Und der Bewusstseinssprung heißt da, ich erkenne mich wieder als Mensch, ich lebe meine Eigenverantwortung und ich lebe in Harmonie mit meinem Umfeld. Und das fängt in der Nachbarschaft an, in der kleinen Community, in der Gemeinschaft. Wie können wir einander unterstützen, einander helfen? Wie können wir uns von den Abhängigkeiten im Außen lösen? Ja? Sei das Geld, Energie, Nahrung. Für das gibt es alles schon Lösungen. Und wir sind so kreativ auch zusammen, dass wir neue Lösungen für das finden können. Für alle die, die heute dastehen und vielleicht überhaupt noch nicht wissen, wieso, warum und weshalb, kann ich nur sagen, schaltet jetzt mal den Fernseher aus, legt mal die Zeitungen weg und verlasst einmal die üblichen Pfade eurer Informationsquellen, ja, und schaut einmal, was das für einen Perspektivenwechsel auslöst. Es ist ganz schwierig, jeden Tag die Nachrichten zu schauen, jeden Tag die Zeitung zu lesen und sich nicht mitreißen zu lassen von Wut, Aggression, Angst, Terror, Trauer. Deswegen ist es total wichtig, diesen Perspektivenwechsel zu machen. Es gibt tolle alternative Quellen, ja, alternative Newsquellen und es gibt wunderbare Bewegungen auch in Österreich. Ja. Ich habe, wie gesagt, im letzten Jahr haben wir so viele kennenlernen dürfen. Einer zum Beispiel, der ganz, ganz viel dafür macht, ist der Alex, der hinter Kamera steht. Der verbreitet diese Botschaften immer wieder, der filmt das alles, der schneidet das, der steckt ganz viel Arbeit in das rein und ganz viel Liebe und Herz und sorgt dafür, dass wiederum tausende Menschen das hören und sehen können, was wir da in kleineren Kreisen machen. Die Zeit ist auf jeden Fall reif. Die Zeit ist überreif. Die Hochblüte der menschlichen Kultur, die steht uns gerade erst bevor. Ja? Wir tauchen gerade ein. Und ich höre immer wieder, was soll ich als Einzelner machen? Wenn ich als Einzelner was verändere, ja, was verändert das am Ganzen? Vielleicht kennt ihr das Beispiel des 100. Affen. Es gibt sowas wie eine Kollektivenergie, ein Informationsfeld auf diesem Planeten. Ja? Das bedeutet,
Es müssen sich nicht 8 Milliarden Menschen ändern, damit der ganze Planet und sich die ganze Schwingung auf diesem Planeten ändert. Da gibt es einen berühmten Versuch, der hervorgebracht hat, in vielen, vielen Wiederholungen, es reicht die Wurzel aus 1% der Weltbevölkerung, um eine grundlegende Veränderung im Bewusstsein der Menschen herbeizuführen. Die Wurzel aus 1% der Weltbevölkerung, das sind ungefähr 7000 Menschen. Das ist gar nichts. Wie hast du heute gesagt, wie viele Hunderttausende? 30 bis 100.000. 30 bis 100.000 sind heute bei Montagsveranstaltungen. Das heißt, das sind dann, wenn wir von sagen wir mal, in der Mitte irgendwo 70.000 ausgehen, dann sind das gerade mal 10%, die dafür sorgen könnten, mit reinem Bewusstsein und reinem Geist, dass wir ein harmonisches Weltbild hätten. Ja? Die Wurzel aus 1% der Weltbevölkerung. Also wenn ihr euch fragt, was ihr verändern könnt als Einzelne, dann habe ich es euch gerade gesagt, ganz, ganz viel. Und wir gehen diesen Weg auch schon länger und es ist nur Positives auf uns zukommen. Nur Positives. Um ganz konkret zu werden, die Frage ist immer, was kann ich jetzt wirklich als ersten Schritt machen? Wenn ihr vielleicht das mitkriegt habt, das ist groß rausposaunt worden, es gibt Menschen wie den Heini Staudinger, ja? Die rebellieren auf großer Ebene im Wirtschaftssystem und sagen, wir machen so nicht mehr mit. Es gibt ganz viele andere Menschen, die Treuhandkonten irgendwo gegründet haben und die Steuern dorthin überweisen und sagen, bis die Aufklärung vollkommen da ist, bis wir eine Veränderung haben, zahle ich keine Steuern mehr. Ja? Die Steuern sind dazu da, um zu steuern. Jetzt müssen wir die Steuerung wieder übernehmen, aber nicht gewaltvoll, nicht revolutionär, sondern durch Transformation und durch Frieden. Energieentzug heißt auch Geldentzug für das System. Jeder muss in Eigenverantwortung handeln. Ich kann nur sagen, wie ich handle. Und ich handle so. Für mich ist es nicht mehr möglich, bei diesen Lügen zuzuschauen, bei diesem Betrug zuzuschauen und da auch nicht mehr mitzumachen. Für mich ist es nicht mehr möglich, meine Energie dort reinzugeben. Und das ist aber der springende Punkt. Wenn wir unsere Energie dort rausnehmen, dann fällt es zusammen wie ein Kartenhaus. Das Ganze ist nur eine Religion, eine Glaubensgemeinschaft, weil wir glauben, dass dieses System mächtig und echt ist. Deshalb ist es mächtig und echt. Wenn wir unsere Energie entziehen, dann ist dieses System auch nicht mehr mächtig und echt. Das heißt aber nicht, dass wir in Chaos verfallen. Das heißt, dass wir in einer friedlichen, liebevollen Transformation Neues erschaffen können. Und es gibt so viele Alternativen. Wenn du vom Geldsystem gesprochen hast, da gibt es in Österreich wahrscheinlich einen der kreativsten Denker dazu, der Franz Hörmann. Ich bitte euch alle, schaut euch die YouTube-Beiträge, die Seiten von Franz Hörmann an. Der hat wunderbare Beiträge zum Geldsystem und wunderbare Lösungen. Das ist nicht so, dass wir vor dem Chaos stehen, sondern ganz im Gegenteil, wir gehen wieder in die Ordnung. Es gibt, ihr kennt sie ja, die berühmten Redner, natürlich den Andreas Popp gibt es, es gibt den Michael Vogt, es gibt so viele Aufklärer, große Freidenker, ja. Es gibt den, es gibt uns die Freeman-Bewegung, ja. Es gibt den Joe Kreisel, es gibt den Karfreitagsgrill in Vorarlberg. Die Bandbreite ist riesig. Und ich bitte euch alle, und das ganz von Herzen, wenn wir größer werden, diese Veranstaltungen größer werden, wenn auch die Aufmerksamkeit gewisser Behörden größer wird oder Beamter größer wird, werdet nicht wütend, lasst euch auch nicht hinreißen. Das sind genauso Menschen wie du und ich, die genauso mit diesen Herausforderungen leben wie wir. Begrüßen wir jeden Einzelnen, gehen wir den Weg gemeinsam, informieren wir uns, und lassen wir diese kleinen Reibereien zwischen uns Menschen einfach mal beiseite. Es geht jetzt um viel größere Dinge. Der Planet braucht unsere Aufmerksamkeit, die Menschen brauchen unsere Aufmerksamkeit. Ich brauche eure und ihr braucht meine, wir brauchen unsere gegenseitig. Ich freue mich total, dass wir zusammenkommen sind und möchte liebevoll das Wort an den Nächsten, der gerne sprechen möchte, übergeben und sage danke dem Marian, dass er das organisiert hat und freue mich schon auf weitere Gespräche und einen Austausch mit euch. Danke vielmals. So, liebe Mitmenschen, es freut mich, dass doch so viele gekommen sind, weil beim letzten Mal waren es ein bisschen weniger. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir sind ungefähr 30, 35 Leute. Und ich denke mal, dass wir auch alle dasselbe wollen. Der Kollege vorhin hat es ja super gesagt, mir gefällt das ganz gut.
Vor allem gefällt es mir deswegen ganz gut, weil ich mir in der letzten Zeit sehr viel überlegt habe, was meine Person betrifft. Und da habe ich sehr viele Fehler gefunden. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass jeder, egal welche Religion er hat, egal welche Hautfarbe, ärgert und sagt, ja, was machen eigentlich ich falsch, dass es nicht funktioniert. Warum geht man nicht her und sagt, okay, ich bin ja auch Teil dieser Gemeinschaft, ich bin Teil dieser Erde und die Erde ist unser aller Heimat. Die Erde ist nicht nur die Heimat von den Russen oder von den Amerikanern oder von den Österreichern, die gehört uns alle. Und jeder hat eigentlich die Pflicht, dass er sagt, okay, wenn ich so weitermache, dann werde nicht nur ich Probleme kriegen, nicht nur meine Nachbarn Probleme kriegen, sondern auch unsere Kinder Probleme kriegen in der Zukunft. Ne? Und jeder sagt immer, ja, die Kinder, wie müssen wir für die Kinder was tun? Tun wir auch wirklich was für die Kinder? Oder schauen wir nur zu, wie die Welt kaputt geht? Und der Kollege hat es auch richtig gesagt, wir sind mit Schuld und mit ein Teil dieser Welt und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, dass wir sie da treffen und einmal Ansätze finden für jeden Einzelnen. Und gerade für die, die was sagen, ja, ich kann ja nichts machen. Man kann was machen. Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe auch geglaubt immer, dass ich der Wichtigste bin, dass, ja, das, was ich mache, ist cool. Das, was der Nachbar macht, das ist nicht cool. Der macht einen Fehler. Ich glaube, da hat sich jeder schon erwischt dabei, dass er die Fehler des anderen sehr wohl sieht, gell? Aber wenn es dann um die eigenen Fehler geht, da ist man dann wieder leise und da findet man dann alle möglichen Ausreden. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, wenn man jetzt Klagenfurt hernimmt, ja, Klagenfurt ist nicht eine Weltstadt, aber wenn es Klagenfurt schafft, ja, dann schaffen es auch größere Städte wie schon in Deutschland, wo ja sehr viele Leute schon viel auf die Beine gestellt haben, wo die Leute auch zuhören gelernt haben. Da draußen stehen vielleicht Menschen, die wesentlich besser sprechen können als ich und die haben eine Begeisterung ausgelöst für etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Dass wir uns die Hand reichen und aufstehen und sagen, wir wollen das nicht mehr so haben. Und da können 10, 15, 20 Polizisten da stehen, denen geht es vielleicht auch so. Die sind nur gefangen in ihrer eigenen Welt, die sind halt Polizisten. Der andere ist Bäcker geworden, der macht halt täglich ein Brot, gell? Und der Polizist macht ja auch nur seine Arbeit. Also diese Feindbilder müssen wir loswerden. Der Polizist ist nicht unser Feind. Wir, glaube ich, sind ein bisschen Feind gegeneinander. Das heißt, unbewusst oder bewusst sind viele Menschen Feind der Menschlichkeit, indem man ganz einfach den anders Aussehenden, Andersgläubigen und Andersdenkenden einfach von vornherein schon mit Vorurteilen behaften. Und das muss aufhören, dann darf vieles leichter gehen. Statt dass man sagt, geh weg von mir, du schaust anders aus, warum sagen wir nicht, komm her zu mir, machen wir gemeinsam was, stellen wir was auf die Füße. Ich glaube, dann könnte man alle gut auskommen miteinander, alle gut und glücklich leben, ohne zu schauen, ob der andere 5 Euro mehr hat oder weniger. Und wenn es ums Geld geht, Geld hat noch nie einen Menschen besser gemacht, im Gegenteil. Ich will jetzt natürlich auch nicht alle in einen Topf werfen, das ist einmal gefährlich, wenn man sowas sagt. Es gibt sehr viele Menschen, die Geld auch zur Verfügung stellen, sehr viele, die Institutionen unterstützen, wo es um kranke Kinder geht und so weiter, wo es auch um Tiere geht. Und da möchte ich auch etwas sagen. Tiere sind Lebewesen und es ist traurig, das ist ein persönliches Anliegen von mir, dass Tiere ja, noch als Sache gehandhabt werden. Wenn man einen Hund erschlägt, so wie es in den letzten Tagen auch über die Presse gegangen ist, ja, dass das eine Sachbeschädigung sein soll, dann frage ich mich, in welcher Welt lebe ich? Und als nächstes kommt der Mensch dran. Zuerst erschlägt man einen Hund und dann einen Menschen. Und diese Sachen sollten sich alle einmal zu Gemüte führen. Ich bin auch kein Freund von den Medien, ich habe auch jahrelang Zeitung gelesen. Ich war wirklich auch einer, der was gesagt hat, das, was in der Krone-Zeitung steht, das stimmt. Das stimmt nicht. Und zumindest nicht so, wie es uns vorgelogen wird. Und so heute ist es auch mit der Politik. Ich habe auch jahrelang geglaubt, das, was der Herr Minister oben sagt, das wird schon stimmen. Der hat ja studiert. Das ist definitiv nicht so. Das meiste sind Lügen. Dem muss man sich bewusst sein. Wir haben vielleicht alle miteinander nicht studiert,
aber wir haben einen Kopf zum Denken und die alle, die da sind, die haben wir schon einmal benutzt. Danke euch schön. Also ich habe kurz etwas zu sagen zu dem Vorredner, der da die Tiere und die Kinder erwähnt hat und das hat meinen Applaus. Ich bin genau dafür, lauter, dass ich... Ja, näher noch. Noch ein bisschen lauter. Ganz nah reinreden. Näher noch, ja. Ich tue genau das, ich stelle mich vor die Schwächeren und das sind die Kinder und die Tiere und dafür setze ich mich ein. Und es ist so, dass viele Menschen gar nicht wissen, die Medikamente nehmen, dass sie da einen großen Fehler begehen, denn da unterstützt man die Tierversuche. Und aus den Tierversuchen kommen dann die Medikamente. Dass das kein segenbringendes Zeug sein kann, das ist ja klar, denn es kommt aus dem großen Leid der Tiere. Und was diesen Leuten einfällt, das sind für mich... Also hirnkranke Menschen, hirnkrank und herzlos, weil sonst kann man solches nicht zusammenbringen, wenn man sich damit befasst und weiß, und ich habe das Buch 1000 Ärzte gegen Tierversuche, das kann ich nur jedem empfehlen, was da passiert. Und die haben ja kein Gewissen, das ist eine Wissenschaft ohne Gewissen. Und das ist die Grundlage für unsere Schulmedizin. Daher kann auch die Schulmedizin keiner Menschen heilen. Und wenn wir davon, wenn wir ein Medikament einnehmen, weil wir glauben, das hilft uns, das ist ein Irrtum. Und wenn wir das unterstützen, indem wir diese Medikamente einnehmen, dann werden wir Schaden erleiden. Zuerst die Tiere. Fürchterlich, bestialisch, die werden zu Tode gequält, manchmal werden sie wiederbelebt, um dann sie wieder zu benutzen und man lässt kein Tier aus. Am Frosch schneidet man beispielsweise mit der Schere den Kopf ab. Was soll das den Menschen bringen? Dann Hunde übergießt man mit heißem Wasser, man tut Tiere ins Backrohr hinein, man bäckt sie und so weiter und so fort. Das sind einfach gewissenlose Menschen, das sind für mich Verbrecher, Schwerverbrecher und die arbeiten für die Pharmaindustrie. Und wenn wir eben, wir sollen denken, bevor wir ein Medikament einnehmen, bevor wir überhaupt zum Arzt gehen, das sind alles die Angestellten der Pharmaindustrie, was wir da anrichten damit. Und dann bei den Kindern ist dasselbe. Mit denen macht man Frühsexualisierung, was aber mit Aufklärung nichts zu tun hat, schon ab dem Kindergarten, sondern mit Pornografie. Und da kann man sich hinwenden, wo man will. Ich war ja schon angefangen bei der Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei, Jugendanwaltschaft und. Ich war bei vielen Stellen, auch bei der Kirche. Aber die wissen alle Bescheid, nur es zieht sich jeder zurück, wenn er etwas tun soll. Und das wollte ich nur verkünden einmal. Ich hätte noch viel zu sagen, aber es reicht, glaube ich, einmal. Ja? Danke. So. Ist das zu nahe? Hört man mich? Ja, das ist ein bisschen übersteuert manchmal, gell? Ja, wir haben viele Themen angesprochen. Als erster möchte ich die in Shaw danken. Das waren für mich sehr berührende Worte und auf sehr berührende Art und Weise. Großes Dankeschön dafür. Ja, danke. Und das zweite, wir haben schon angesprochen, was kann man tun? Und dazu möchte ich einfach kurz erwähnen, was mache ich. Und zwar nicht, was mache ich und das sollte ich auch machen, sondern einfach, was tue ich. Das ist mein aktueller Stand. Das kann morgen anders sein, das kann nächstes Jahr anders sein. Es kann sein, dass ich bestimmte Informationen habe und deswegen Dinge mache, die vielleicht doch nicht so geschickt sind. Aber ich möchte einfach kurz erwähnen, was tue ich in dem System, diesem System Energie zu entziehen. Wir fangen mal bei der Ernährung an. Ich bin unter anderem vegan. Ist jetzt kein Aufruf, vegan zu werden. Aber für mich bin ich einfach mit Gesundheit ein bisschen beschäftigt. Und man kann aber mal veganes, sehr ungesund leben, nämlich von Zucker und Weißmehl übrigens. Also meine Ernährung ist eigentlich kein Zucker, kein Weißmehl, kein Fleisch und keine Milchprodukte. Und mein Aufruf ist da eher einfach, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Jetzt nicht einfach vegan werden, weil es ich sage oder weil es irgendwer anderer sagt, sondern einfach, was nehme ich da eigentlich zu mir? Das ist einfach eine Form von Energie oder von Informationen, was ich aufnehme, was mein Körper lange verarbeitet. Und da wäre es doch wichtig zu schauen, was nehme ich da einfach eigentlich zu mir. Systemmedien sind schon angesprochen worden, eben Fernseher ausschalten. Ich habe schon lange kein Fernseher mehr, aber da auch, was mache ich da? Also alternativ informieren ist immer so gesagt, ja gut, im Internet habe ich eine alternative Quellen, aber kann ich denen vertrauen? Und da ist es immer so, ich schaue meistens, wenn ich Information kriege, suche ich nach dem Gegenteil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel XY ist Aggressor, schaue ich, okay, ist es anders? Oder wenn ich das Geldsystem funktioniert so oder so, dann schaue ich, gibt es da irgendwelche anderen Meinungen dazu und schaue, okay, wo ist die Quelle, von wo kommt das, wer sagt das,
Gibt es da mehr Leute, die das behaupten? Was haben die gemacht? Wo ist das Ziel? Und vielleicht da welche Geldflüsse laufen da? Kriegen die Geld dafür, dass sie sowas sagen und so weiter? Ja, ich gehe auf die Straße, genauso wie ihr. Seid alle auf der Straße. Ist übrigens letzte Woche meine erste Demonstration gewesen. Ich war noch nie auf Demonstrationen. Hab das zwar irgendwie lässig gefunden, aber den Sinn nicht so erkannt. Und letzte Woche habe ich dann war auf meiner ersten Demonstration und habe sie auch gleich initiiert. Und genau, war ein nettes Statement. Wir waren 10 Leute, aber wir waren da und war schön auf jeden Fall. Gut, um zum Thema zurückkommen, was mache ich noch? Ich würde sagen, ich schaue immer, wann ich Geld ausgebe, wofür? Plastik zum Beispiel, was ist das eigentlich? Was tue ich der Umwelt dazu an? Was ist da drinnen? Zum Beispiel Erdöl. Was ist Erdöl gut? Schuhe, ist halt schon angesprochen worden. Heini Staudinger hat eben das Geschäft Gea, was auch in Klagenfurt gibt. Es ist ein super Chip, einfach nochmal beschäftigen. In welchen Laden gehe ich einkaufen und was kaufe ich da eigentlich? Sparbilder. Ist ein Großkonzern, der sehr viel Monsanto-Produkte zum Beispiel vertreibt. Oder gehe ich regional einkaufen. Das ist auch eine Möglichkeit. Genau, einfach mal darüber nachdenken, was konsumiere ich an Wissen, was konsumiere ich mit meinem Geld und generell, ja, was konsumiere ich. Bitte? Ah, nächste Woche, ja. Nächste Woche sind wir auch wieder um 18 Uhr hier, wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite. Danach sind wir nicht mehr am neuen Platz, weil der ist dann nicht mehr zur Verfügung für uns. Da sind wir dann wahrscheinlich am alten Platz, das ist aber noch nicht genehmigt. Müssen wir noch schauen. Nächste Woche sind wir zur selben Zeit, 18 Uhr, wieder hier. Aber also, es ist jetzt kein Schlusswort. Also, wenn noch jemand sprechen will, gerne, sehr gerne. Also ich höre gerne Menschen zu, Menschen wie ich und du. Und genau, also kommt gerne nach vorne. Doch mal um, die breite Masse will Veränderung, denn viel zu lange war sie stumm gefangen, wie in einem Sumpf aus Hass, Angst, Leid. Es wird Zeit für den Wendepunkt, gemeinsam sind wir stark und stürzen alte Barrikaden um. Die Führer dieser Republik verkaufen uns für dumm. Warum? Tja, sie halten nichts von Gleichberechtigung. Darum machen sie für Bürgerrechte keinen Finger krumm. Nehmen uns die Freiheit, schreiben gleich doch die Gesetze um. Photon, die Stimme der Vernunft marschiert mit einem Bataillon von Frieden, sagt die Wüsten Richtung Revolution. Remember, remember, the 9th of November, Berlin, Mauerfall. Machen Kreuz im Kalender, müssen keine Angst mehr vor unseren Herrschern haben. Vielmehr sollten sich die Herrscher ihrem Volk unterwerfen. Euer Weltbewirt zerbersten, ihr habt es so gewollt. Wir demonstrieren Einigkeit, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Denn hier regiert der kleine Mann, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Ob Rentner oder Aktivist, ob Punker oder Rapartist, ob Ober- oder Mittelschicht, egal, das interessiert mich nicht. Wir sind aus einem Holz geschnitzt, durchschauen eure Hinterlist. Die Massen sind entfesselt wie eine Bestie, wenn die Kette bricht. Alle 4 Jahre heißt es, Bürger gehen zur Wahl. Doch der Wille dieses Volkes ist der Obrigkeit egal. Für euch sind wir nur eine Zahl, anderer Name gleicher Scheiß. Ob schwarz-rot oder grün, unser Kurs bleibt immer gleich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Doch wenn wir gemeinsam kämpfen, hat die Zeit nichts zu bedeuten. Wie könnt ihr uns noch enttäuschen? Wir erwarten nichts von euch. Die Bürger sind ein Flächenbrand und ihr ein Feuerzeug. Hab unendlich viele Fragen, doch eine Antwort habt ihr nie parat. Ihr bringt nur leere Phrasen, 24-7 Bundestag. Die wahren Terroristen tragen an zu keinem Bart. Fahren Audi-Benz und BMW vom Steuergeld bezahlt. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Denn hier regiert der kleine Mann, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit.
Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Volk. Ob wir diese Währung wollen, da wurde niemals nachgefragt. Dass mein Konto immer leerer wird, hat auch keiner gesagt. Die Armut steigt rapide, Schuld trägt der deutsche Staat. Und der Euro war der letzte Nagel für Europa, sagt. Könnt ihr mir bitte sagen, warum die NSA mich überwacht? Und was Mr. Obama mit den Daten eurer Bürger macht? Mich wird doch interessieren, warum wir Waffen exportieren. Doch für Bildung und Kultur keine Mittel existieren. Warum verkauft ihr unseren Boden an private Investoren? 2 Billionen deutsche Schulden könnt ihr damit nie reinholen. Fördert damit nur den Einfluss von den großen Monopolen. Nahrungsmittel werden teurer, Resultat Inflation. Und so investiere ich in diesen Track hier meine Kraft, um euch da oben klar zu machen, euer Volk ist jetzt erwacht. Mit eurer Armutspolitik habt ihr den Flächenbrand entfacht. Widerstand ist das Gebot der gesamten Bürgerschaft. Bürgerschaft, 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 Bürgerschaft. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Denn hier regiert der kleine Mann, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.